Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black and White 2. Und ja, wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen das Tutorial gemacht und haben ein bisschen das Spiel ein bisschen kennengelernt und jetzt haben wir eine Aufgabe und da steigen wir auch jetzt mal direkt ein und schauen mal, was passiert. Die Dorfbewohner brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Okay, machen wir doch. Und da freuen sich die Menschen. Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. So, okay, das machen wir mal direkt. Wir schnappen so einen. Ups, nee, das wollen wir nicht. Nehmen wir den hier. Setzt den Dorfbewohner jetzt auf dem Feld ab. Jo, cool, unser neuer Jünger stürzt sich in die Feldarbeit. Ah, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Die paar Bauern reichen völlig für dieses Winzfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Bekehrter Förster. Ja, Brüter. Ah, nee. Hat nicht funktioniert. Bekehrter Brüter. Wunderbar. Haben wir ja noch. Wo sind die alle hin? Wo sind die alle hin? Dann schnappen wir hier mal so einen Bauer. Bekehrter Förster. So, haben wir denn? 431, haben wir eigentlich schon. Ihr müsst Bäume ins Lagerhaus bringen, Herr. Bäume. Und ab damit ins Lagerhaus. Jawohl. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Jetzt machen wir doch direkt ein paar Minenarbeiter noch. Bekehrter Minenarbeiter. Wir sammeln dann schön Erz. Bekehrter Minenarbeiter. Machen wir jetzt mit 3. Brüter brauchen wir auf jeden Fall. Bekehrter Brüter. Haben wir noch hier einen? Okay. Hey, machen wir auch mal zum Brüter. Bekehrter Brüter. Ah, da kommen noch welche. Bekehrter Brüter. Und du tust mal hier... Ah, tu mal Bonner. Klickt auf die goldene Rolle. Ja, gleich. Machen wir gleich. Noch ein paar Brüter. Bekehrter Brüter. Nein, ich will da nicht... komm her. So. Bekehrter Brüter. Ich glaube, das langt erstmal. Schön alle beschäftigen. Bekehrter Minenarbeiter. Haben wir jetzt alle soweit? Ja. Dann drücken wir mal auf die nächste Rolle. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an. Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt.
Ah, interessant, okay. So, was wollen die denn? Häuser. Okay. Wollen wir noch ein bisschen hier. Und in der letzten Folge war ein bisschen der Sound war ein bisschen übersteuert. Ich konnte da echt nichts machen. Hab schon alles runtergeregelt gehabt, aber irgendwie hat's doch irgendwie durchgefetzt. Jetzt habe ich schon ein bisschen anders eingestellt und ich hoffe, dass es jetzt passt. Und wenn nicht, muss ich halt in der nächsten Folge nochmal gucken, woran es gelegen hat. Aber wir machen die nächste Schriftrolle. Euer Volk braucht Häuser. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben. Okay, dann machen wir einen Weg, das weiß ich schon, dass man... Ja, genau so geht es, oder? Ja. Genau, dann machen wir hier so ein paar Häuser hin. Setz die Hütte jetzt mit einem Klick ab. Wollen sie, dass sie glücklich sind, oder? Okay, mehr geht nicht. Sehr gut, weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. Ja, das machen wir. Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. So, hallo? Hey, tut nicht. Müssen wir ranzoomen? Nee, das will er nicht machen. Okay. Dann backt gerade hier ein bisschen. Legt einen Baum auf das Fundament des Hauses. Ah, so, seht ihr okay. Den Holzstapel? Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. Ah, okay. Ich hab gedacht, es wäre ein bisschen buggy. Ja, doch nicht. Wir brauchen ein bisschen Baumeister oder sowas. Sind hier noch welche da? Nee. Weiter so. Okay, dann tun wir hier was hin. Ist jetzt nicht so begeistert. Ihr könnt auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Bewegt eure Hand über das fertige Haus. Haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Was? Machen wir gerade hier noch einen Weg. Nee, so will ich das eingeschnitzt. Nee. Na komm. Ah gut, dann halt so. Ah. Okay. Und das ist sozusagen unser Wohnviertel. Also ich habe jetzt kein System irgendwie dabei, aber... Wir können auch einige Baumeister bekehren, die an der Stadt weiterarbeiten. Setzt einfach einen Dorfbewohner neben einer Baustelle ab. Bekehrt 3 Baumeister. Bitte, dann kann man einen Brüder mal weg. Setzt den Dorfbewohner jetzt an einer Baustelle ab. Das ist, glaube ich, keine gute Entscheidung, dass es eine Frau macht. Aber na gut. Dann nehmen wir hier noch jemand weg. Baumeister? Hat er gar nicht gesagt? Okay. Dann nicht. Dann nehmen wir da noch einen Brüter noch. Diesmal ein Mann. Ausgezeichnet. Ein kleiner Bautrupp. So, mal gucken, ob wir vielleicht hier noch... Weiter so! Ja, jetzt. Oh. Sollte ich doch ins Lagerhaus mal reintun. Dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr Futter haben. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einfluss. Ja, ist ja gut. Nicht gleich schmeckern.
Okay. Wir haben auch Holz. Ja, okay. Ah, ist schon. So. Und den noch. So. So, schauen wir mal. Was ist die Kreatur? Hier haben wir noch einen Tipp. Wenn du Straßen baust, kannst du Lücken mit Feldern füllen. Das war eben jetzt gerade. Egal. Dabei bilden das die Haus Straßen ist automatisch fertig. Okay. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen? Wie verrückt freuen sie sich. Ich seh's. Ich nehme mal hier ran, so. Hallo? Macht ihr schön Babys? Ja? Oh, wir sind böse. Okay. So, wir haben mal die Steine ein bisschen wegräumen. So, was nun? Platziere Fundamente 3. Haben wir doch schon genug, oder? Aber das ist vielleicht schon ein bisschen. Weiter so. Dann machen wir hier noch so eine Straße. Ist sozusagen so ein Eckpunkt. Ah, okay, ich muss noch welche platzieren. Okay, dann kann man schon sehen, dass es hier so eine Art Wohnviertel ist. Schon schöner, wenn es hier auch noch so einen Weg geben würde. Und vielleicht noch. Der ist jetzt nicht so zufrieden. Ein Haus kann. Ihr könnt auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Das ist Gottes Werk. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet die Hand über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Gottes Werk ist äußerst nützlich, kostet euch aber einige Rohstoffe. Das ist egal, das machen wir mal. Dass es ein bisschen schneller geht. Aber wir wollen ja auch schließlich schon ein bisschen vorankommen. Und das ist auch noch so ein bisschen Tutorial. Wir sind echt böse. Ja, mal gucken, wie ich spielen werde. Ich werde jetzt nicht auch voll böse oder voll gut spielen. Je nach Laune, würde ich auf jeden Fall sagen. Dann ist so ein bisschen ausgeglichen. Ich gucke da drauf nicht. Ich tue so spielen, wie ich auch gerne spielen würde. Und ja, da tun wir auch noch ein bisschen. Wenn ich die jetzt bauen lassen täte, dann dauert das einfach zu lange. So, dann holen wir da noch ein bisschen was. Okay. Gut, ihr habt vorerst genug Häuser gebaut. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Wir haben doch schon welche. Wir haben doch hier schon viele Brüder. Komm doch her, haben wir hier irgendwo kurz rauszoomen? Ist die Insel interessant? Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Interessant. Okay. Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Nun, da wir einige Brüder haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Was haben wir da? Ach, dann sind wir so eine Mine. Ach, da habt ihr euch versteckt. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. So. Bekehrter Bauer. So, klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahren wollt. Oh ja, das machen wir doch auch noch.
Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Seht ihr die Flagge am unteren linken Bildschirmrand? Ein Klick mit der Aktionstaste genügt, um... Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut. Schließt sie jetzt mit einem weiteren Klick. Okay. Öffnet sie nun wieder. Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt. Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. F4, ja. Das ist der coolste Teil des Menüs. Der Tribut ist sozusagen eine Währung. Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Im Moment haben wir Tribut im Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Ja, dann kaufen wir doch den Tempel. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache, eine wirklich gute Sache. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Gut, wo tun wir den Tempel mal hin? Ich würde sagen, in Nähe vom Dingskäfig. Hier so? Das ist ziemlich cool, oder? Ich denke schon. Kann man das drehen? Kann man nicht drehen, okay. Ich will so ein bisschen... Ja, so ist perfekt. Dann kann man das hier genau... Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Haben wir doch Zum schon. Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus zwei Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Ja, ein Tempel macht eure Stadt viel beeindruckender. Ah, das war schon okay. So. Okay, noch ein bisschen. So, das war's. Und das Restum, den Rest tun wir hier mal hin. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Holz. Boss, beschleunigen wir das Ganze mit Gottes Werk. Hol etwas Holz oder Erz. Haltet eure Hand über den Tempel und haltet die Aktionstaste gedrückt, um beim Bau zu helfen. Ja, sind wir doch schon mal dabei. Nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Ja, ja. Gut gemacht. Hui. Sehr schön. Dann könnten wir auch eigentlich hier so einen kleinen Weg wieder hier zurückführen lassen. Vielleicht da vorne an die Mine hier vorbei. Okay, ist jetzt gerade nicht so toll. Aber... Ja, so können wir es doch lassen. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Baut ihr eine beeindruckende Stadt, kommen die Menschen von nah und fern. Öffentliche Gebäude sind übrigens sehr beeindruckend. So wird niemand verletzt, wir bekommen mehr Gefolgsleute und eure Macht wächst. Seht, diese Menschen sind beeindruckt. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Sie bringen all ihr Hab und Gut mit. Hurra! Menschen aller Stämme kommen von nah und fern, um in einer guten Stadt zu wohnen. Klugheit führt zum Sieg. Okay, lassen wir die noch bei uns einziehen und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Aber beobachten wir die noch ein bisschen.
Die sehen ja witzig aus. Interessant. Na komm, du hast einen langen Weg hier. Ja, unser Tempel steht auch. Wunderbar. Dann können wir hier das Erz ein bisschen mal ins Lagerhaus. Und ihr wollt immer noch, okay. Die wollen immer noch Babys machen. Ich habe eigentlich schon voll viele hingeklatscht, aber... Die wollen immer noch mehr. So, dann wollen wir das auch mal. Wie weit seid ihr eigentlich? Mal ab und zu mal rüber gucken. Ah, hier dauert ja immer noch. So, also Nahrung habt ihr schon mal genug. Und Hütten wollt ihr bauen? Okay. Also, kann man es lassen. Also, ich brauche schon noch einen Baum. Ah, hier steht doch einer. So. Warum können wir hier hinsetzen? Dass ein bisschen auch ein bisschen Leben hier in die Wohngebiet kommt. Es wird schon dunkel. Ah, da sind sie schon. Diese Menschen wollen sich in unserer Stadt niederlassen. Nehmt ihre Wanderungsflagge und legt sie innerhalb eures Einflussbereichs ab. Okay. Dann zieht man ein. Hier. Oh, danke, danke, Herr, dass du uns in deiner prächtigen Stadt willkommen heißt. Aber natürlich. Gut, dann war es erstmal das für heute. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch eine Bewertung mit einem Daumen nach oben oder einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann die nächste Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Huch. Ciao, ciao.